Frau, bitte. Ja, auch ich möchte gerne Nina Rümelin gratulieren. 30 Jahre Freundschaft und Belehrung, kann man sagen. Noch als Student war ich hier in München bei ihm. Und ja, ich habe ihm viel an Belehrung zu verdanken. Und es war immer spannend und die spannende Weiterentwicklung sind jetzt die moralischen Tatsachen, kann man sagen. Wer Mord als schlecht qualifiziert, tut dies in der Überzeugung, ein objektives ethisches Urteil zu äußern. Er will nicht nur subjektive Gefühle bzw. Wünsche mitteilen oder bei anderen hervorrufen. Ein allgemeiner Irrtum dieser und anderer wesentlicher ethischer Überzeugung ist, mit Nina Rümelin sei dies der axiomatische Ausgangspunkt der folgenden Überlegung, nicht zu beweisen. Dann stellt sich aber die Frage, wie ist die Objektivität bzw. Wahrheit ethischer Urteile zu erklären? Eine erste überzeugende Antwort, die Nina Rümelin gibt, lautet durch ihre Kohärenz, also durch ihren Zusammenhang. Die Objektivität eines ethischen Urteils ergibt sich aus dem Zusammenhang mit anderen ethischen Urteilen. Diese Auffassung richtet sich sowohl gegen eine einfache Ableitung ethischer Urteile aus abstraktesten Prinzipien, also gegen die sehr starke These einer logischen oder quasi logischen Deduktion konkreterer ethischer Urteile aus einem oder wenigen allgemeineren ethischen Urteilen, als auch gegen die etwas schwächere These eines allgemeinen Tests konkreterer ethischer Urteile am Maßstab abstraktester Prinzipien, wie sie etwa Kant annahm und wohl auch die Utilitaristen. Der Verweis auf die Kohärenz bringt zumindest implizit ein in unserer Zeit allgemein sehr bedeutsames Ideal gegen eine solche starke Prinzipienauffassung in Stellung, nämlich das Ideal, alle Elemente des Netzes ethischer Begründung seien prima facie gleichwertig. Also es gibt nicht ein Fundament oder Prinzip, sondern die ethischen Begründungen sind prima facie gleichwertig. Dann stellen sich zwei Fragen. Erstens, was bedeutet eigentlich die Objektivität ethischer Urteile? Und zweitens, woher kommt diese Objektivität? Zur ersten Frage nur kurz. Der Begriff Objektivität ist ein relativ vager und obskurer Metabegriff, kein genuiner Begriff der Alltagswelt und der Einzelwissenschaften. Er ist also nicht sehr tief in unserem Begriffs- und Überzeugungssystem verankert. Es handelt sich vielmehr um einen, kann man sagen, Kunstbegriff vor allem der Philosophie, aber auch der Wissenschaftstheorie, der je nach Einsatzgebiet sich so etwas wie ein Chamäleon wandeln kann. Und die Objektivität mathematischer Urteile ist kaum genau dieselbe wie diejenige empirischer Urteile und diese wiederum nicht dieselbe wie diejenige ethischer Urteile. Wie geht man mit derartigen zweifelhaften Kunstbegriffen um, wenn man sie in einem bestimmten Zusammenhang wie der Frage nach Eigenschaften ethischer Urteile einsetzen will, also sagen will, ethische Urteile sind objektiv? Am besten versucht man zumindest eine notwendige Minimalbedingung der Bedeutung in einem weniger zweifelhaften Begriff der Alltagswelt und der Wissenschaften zu finden. Und mir scheint für ethische Urteile diese Minimalbedingung des Objektivitätsbegriffs, so meine These, das Erfordernis der Notwendigkeit zu sein. Wer die Objektivität eines ethischen Urteils annimmt, behauptet zumindest dessen Notwendigkeit und auf soziale Verhältnisse angewandt wäre das dann die Normativität. Also ethische Urteile sind notwendig in einem gewissen Sinn und normativ. Nun zur entscheidenden zweiten Frage, aber das ist nur eine Minimalbedingung. Es kann natürlich sein, dass dann noch einiges dazukommt. Nun zur entscheidenden zweiten Frage. Woher kommt denn dann diese Notwendigkeit bzw. Normativität des einzelnen ethischen Urteils oder ethische Urteile allgemein? Eine Antwort kann offenbar nur durch eine gewisse Einschränkung gegenüber dem kohärentistischen Ideal der völligen Gleichwertigkeit aller ethischen Urteile gegeben werden. Also das ist das Ideal, keine Fundamente, keine abstrakten Prinzipien, denn wären wirklich alle ethischen Urteile vollständig gleichwertig, dann könnten sie die für die Ethik erforderliche charakteristische Notwendigkeit bzw. Normativität nicht erzeugen, würde ich sagen. Man wird also zumindest, und das ist jetzt so eine Art Zugeständnis, ein Stück weit vom kohärentistischen Ideal der vollständigen Gleichwertigkeit aller ethischen Urteile Abschied nehmen müssen, indem man doch Elemente der Begründung herausgehoben werden, die zwar nicht als Fundament oder als Prinzipien einer Deduktion oder eines Tests angesehen werden können, von denen man aber auch nicht annehmen muss, dass sie direkt auf die Realität durchgreifen, die aber zumindest für weniger kontingent gehalten werden. Also man braucht einen Anknüpfungspunkt, quasi einen Fels in der Brandung, will ich mal sagen, für die Begründung. Wenn alle Urteile gleichwertig wären, glaube ich, wäre es schwierig, eine
Rechtfertigung oder Begründung oder gute Gründe, wie Julian Niederrümelin es formuliert, anzugeben. Sonst hätte man eben nur zufällige Annahmen. Auch der überzeugende Verweis auf die Kohärenz ethischer Urteile benötigt also eine Verankerung in unseren möglichst wenig oder zumindest wenig veränderlichen Überzeugungen und Begriffen von der Welt, um die Notwendigkeit einzelner ethischer Urteile begründen zu können. Also es gibt eine Einschränkung, denke ich, schon dieser Gleichwertigkeit. Wir versuchen, unsere ethischen Urteile anzuknüpfen an weniger kontingente Urteile, die wir eben haben. Bei Rawls waren dieser Fels in der Brandung, dass die Prinzipien und Einzelurteile im engeren Überlegungsgleichgewicht, Rawls hatte eben die Idee, die in ein engeres Überlegungsgleichgewicht zu bringen, und Einzelurteile und Theorien im weiteren Überlegungsgleichgewicht. In der Abfolge von Niederrümelins Texten der letzten Jahre und Jahrzehnte tritt nun, so mein Eindruck, zu Recht diese Suche nach einem Ankerpunkt der Begründung, nach möglichst wenig veränderlichen Überzeugungen, immer deutlicher hervor. Ich hoffe, es stimmt irgendwie. Während der bloße Verweis auf die Kohärenz eher an Bedeutung verliert. Also das tritt so ein bisschen, habe ich den Eindruck, etwas in den Hintergrund. Es bleibt vorhanden, aber die Suche nach eben diesen Art Ankerpunkten, will ich es mal nennen, nimmt zu. Übrigens im Einklang mit der allgemeinen Entwicklung in der Metaethik, die in den letzten Jahrzehnten immer realistischer geworden ist, also Bücher von Brink, Enoch, Parfit, Scanlon, Schaber, Schäffer, Landau, und man hat dann manchmal den Eindruck, die ältere Generation, die kommt nicht mehr so ganz mit. Also gestern zum Beispiel hatte man den Eindruck bei Herrn Gethmann, das ist irgendwie noch die ältere Generation der harten analytischen Philosophie, die kann diesem Zug in den Realismus nur beschränkt folgen. Das ist jetzt keine Wertung, sondern nur eine Beschreibung. Der Text moralischer Tatsachen zeigt diese zunehmend realistische Entwicklung bereits im Titel und in der Kennzeichnung der eigenen Position als robuster Realismus wird es ganz deutlich. Niederrümelin stellt in seinem Text zwei allerdings verbundene solche Ankerpunkte, glaube ich, verminderter Kontingenz für die ethische Begründung vor. Das scheinen mir die zwei zentralen dieser Ankerpunkte zu sein. Der erste ist der Bezug rechtfertigender Gründe auf moralische Tatsachen und der zweite die Situierung der letzten ethischen Gründe oder der Begründung in einer Lebensform. Das sind, glaube ich, die zwei Felsen in der Brandung, wenn ich das mal so nennen darf, die er vorschlägt. Zu dem zweiten Punkt der Lebensform habe ich schon in diesem Band ein bisschen was, in dem Aufsatz schon genannt, von Herrn Heiligen Aufsatz ein bisschen was gesagt. Dazu will ich jetzt gar nichts sagen. Gestern wurde ein bisschen drüber diskutiert. Wir könnten vielleicht nochmal drüber reden. Ich will mich konzentrieren auf diesen ersten Ankerpunkt der moralischen Tatsachen und will beginnen mit einer persönlichen Anmerkung. Julian Niederrümelin hat mir vor einigen Wochen in einem persönlichen Gespräch am Rande des Kongresses in Münster gesagt, dass für seine Version des moralischen Realismus nichts am Tatsachenbegriff hängt, selbst hängt, und dass er auf diesen Begriff auch verzichten könnte. Und darüber musste ich dann seit diesem Kongress nachdenken. Und das Ergebnis ist so ein bisschen, was ich jetzt vorstelle. Die Möglichkeit eines solchen Verzichts würde wohl auch zu seinem epistemologischen Immanentismus passen, wonach wir uns nur mit der Abwägung von Gründen zufrieden geben sollen und keinen unmittelbaren Zugang zur Realität haben. Also da würde das dann noch weniger aufgeregt, glaube ich, wenn man auf diesen Tatsachenbegriff, das knüpft auch ein bisschen an das, was Thomas Pogge gesagt hat, verzichten könnte. Das, was aufregt, ist schon dieser Tatsachenbegriff. Das Folgende soll nun der Diskussion dienen, inwieweit die Verwendung des Tatsachenbegriffs innerhalb einer kohärentistischen bzw. realistischen Ethik einleuchtet. Die Annahme moralischer Tatsachen bzw. Moral Facts findet sich mittlerweile bei sehr vielen Vertretern eines Kognitivismus in der Metaethik. Wichtig erscheint mir zunächst ein Wort zur Terminologie. Die englische Sprache kennt anders als die deutsche Sprache neben Morals und Ethics auch noch das irgendwie dazwischenliegende, stärker begründungsorientierte Morality. Also wer englische Texte liest, wird immer wieder auf dieses Morality stoßen, wovon sich offenbar die Bezeichnung als Moral Facts mit ihrem Begründungsanspruch ableitet. Das Oxford Dictionary paraphrasiert Morals als Standards of Behavior,
Morality dagegen als Principles concerning the distinction between right and wrong or good and bad behavior. Also da ist schon ein signifikanter Unterschied, also Principles concerning. Da im Deutschen für Morality aber kein Äquivalent existiert, muss man bei der Übersetzung entscheiden, ob man von moralischen oder ethischen Tatsachen eigentlich spricht. Also die einfache Übersetzung von Moral Facts mit moralischen Tatsachen scheint mir nicht ganz trivial oder einfach zu sein. Denn Moral sind nach der deutschen Wortbedeutung die tatsächlich bestehenden kategorischen nichtrechtlichen Normen einer Gesellschaft, also das Äquivalent zu Morals bzw. Standards of Behavior. Es kann nun nicht zweifelhaft sein, ich meine, es gibt dann auch noch Moralität, aber das scheint mir nun wieder so etwas anderes zu sein. Es kann nun nicht zweifelhaft sein, dass es solche Normen gibt. Also es, wenn das die These wäre, dass es Moral im Sinne von nicht rechtlichen Normen einer Gesellschaft gibt, dann kann das natürlich nicht zweifelhaft sein, dass es solche Normen gibt, etwa in Deutschland das allgemein akzeptierte Lügenverbot. So kann es auch nicht zweifelhaft sein, dass es derartige Tatsachen der Moral gibt. Eben das soziale Bestehen dieses Lügenverbots in entsprechenden menschlichen Äußerungen, Reaktionen, Einstellungen und so weiter. Die Ethik dient dagegen der Begründung von Moral und Recht durch sekundäre, nicht notwendig empirisch existierende Normen. Und so weiter. Wer einen Satz wie Mord ist schlecht äußert, beschreibt nun aber regelmäßig nicht oder jedenfalls nicht nur die tatsächlich bestehenden empirisch erkennbare moralische Sozialnormen, die Mord verurteilt. Ich glaube, da kann es keinen Zweifel geben, dass diese Sozialnorm gibt in unserer Gesellschaft und verbietet, sondern er äußert ein Urteil, das der Begründung der tatsächlich bestehenden Norm der Moral, des Rechts und so weiter dienen soll. Und falls man die Objektivität, das heißt Notwendigkeit dieses ethischen Urteils bejaht, auch dienen kann. Die Objektivität der Ethik kann also nicht durch moralische Tatsachen in diesem Sinne tatsächlich bestehender Sozialnormen der Moral, sondern falls man Tatsachen für notwendig hält, allenfalls durch in diesem Sinne ethische Tatsachen bestätigt werden. Also tatsächliches Vorhandensein einer moralen Norm in unserer Gesellschaft, dass Mord schlecht ist, die kann damit nicht gemeint sein mit eben moralischen oder ethischen Tatsachen. Deswegen erscheint mir die Übersetzung des englischen Moral Facts durch das deutsche moralische Tatsachen problematisch. Also ich glaube, dass ethische Tatsachen angemessen wären. Wir müssten mal diskutieren, ob es noch was Besseres gibt, aber die einfache Übersetzung finde ich problematisch. Aber das ist natürlich nur eine Frage der Terminologie. Nun zur Sachfrage. Gibt es solche, ich spreche jetzt von ethischen Tatsachen, weil mir das sympathischer ist auf eine gewisse Art und Weise, gibt es solche ethischen Tatsachen, beziehungsweise müssen wir ihre Existenz annehmen, wie der Realismus unterstellt oder nicht? Das Erstaunliche an der Debatte ist, dass viele moderne Vertreter eines robusten ethischen Realismus dieser Frage weitgehend ausweichen. Zum Beispiel für David Enoch in Taking Morality Seriously von 2011, einem viel diskutierten neueren Buch des robusten Realismus, soll der ethische Realismus einerseits eine ontologische Verpflichtung enthalten, andererseits propagiert er explizit eine metaphysische Nonchalance. Er will alle generellen metaphysischen Zweifel an Tatsachen, Eigenschaften, Propositionen, Wahrheiten etc. beiseite lassen. Man soll statt dieser Begriffe einfach ontologische Verpflichtung bzw. ontologische Verpflichtung zu einer Art von Wahrheit setzen können. Und je nach der Annahme physischer Tatsachen, Eigenschaften, Propositionen, Wahrheiten etc. soll man auch normative Tatsachen, Eigenschaften, Propositionen und Wahrheiten annehmen. Das Ergebnis ist, dass diese Version des sogenannten selbstbezeichneten robusten Realismus nur Argumente anführt, die, Zitat, Plausibilitätspunkte für die Wahrheit bzw. Objektivität ethischer Urteile erzeugen sollen. Die Frage nach Existenz und Natur der behaupteten Tatsachen bleibt vollkommen unerörtert. Also das ganze Buch enthält nichts, was irgendwie erklärt, was diese Tatsachen sind. Und ähnlich zum Beispiel bei Russ Scheffer-Landau im Buch Moral Realism. Dann fragt man sich aber, was noch die Kennzeichnung als robuster Realismus rechtfertigen und diesen Realismus vom Konstruktivismus unterscheiden soll und warum man überhaupt den Bezug auf Tatsachen braucht. Wird die Objektivität ethischer Urteile mit Verweis auf ethische Tatsachen erklärt, dann erscheint es notwendig zu verdeutlichen, was diese ethischen Tatsachen sind. Sonst gerät man in die Gefahr der folgenden bloß nominal definitorischen, also stipulativen Argumentationsstruktur mit irgendwie zirkulärem Charakter.
Erstes Urteil, ethische Urteile sind objektiv bzw. wahr, weil sie sich auf entsprechende ethische Tatsachen beziehen. Zweites Urteil, ethische Tatsachen sind diejenigen Entitäten, welche ethische Urteile wahrmachen. Und so ein Buch wie das von Enoch oder von Russ Scheffer-Landau, die scheinen mir nah an dieser zirkulären Struktur zu sein. Wenn man nämlich eben Tatsachen nur als Wahrmacher versteht, dann ist natürlich die These, dass eben ethische Urteile durch den Bezug auf Tatsachen wahr werden, nicht mehr sehr schwierig zu erlangen. Man wird also doch fragen müssen, was ist eigentlich eine Tatsache? Was bedeutet dieser Begriff? Wie klar ist er und wie tief ist er in den Überzeugungen unserer Alltagswelt und der Einzelwissenschaften verankert? Ich habe mich nun anlässlich dieses Vortrags zum ersten Mal sehr viel intensiver mit dem Begriff der Tatsache beschäftigt und will im Folgenden quasi als Ergänzung zum Text von Julian Nina-Rümlin versuchen, den Begriff stärker aufzuklären. Das Oxford Dictionary nennt für Fact die folgende Vielzahl sehr unterschiedlicher Synonyme: Reality, Actuality, Certainty, Factuality, Certitude, Truth, Naked Truth, Verity, Gospel. Also das ist schon ein ganzer Strauß von sehr unterschiedlichen Synonymen. Es handelt sich nicht so extrem wie bei Objektivität, aber doch hinsichtlich der Bedeutsamkeit weitgehend um einen Kunstbegriff der Philosophie, bei dem bisher offenbar weder ein Einvernehmen über einen Bedeutungskern noch eine Präzisierung gelungen ist. Um dies zu zeigen, soll jetzt die Historie kurz wiedergegeben. Das wird jetzt einfach ein bisschen Begriffsgeschichte, aber mir scheint das in dem Punkt wichtig. Die griechische Antike kennt keinen Begriff, welcher den Tatsachenbegriff vergleichbar wäre. Erst im Lateinischen taucht das Wort Faktum als Partizip von Facere, also machen, verfertigen, erzeugen, hervorbringen, auf, das heißt als Bezeichnung für eine äußerliche Tätigkeit, die sich, Zitat nach Georges, deutsch-lateinisches Wörterbuch, in Hervorbringung eines handgreiflichen, in den Sinne fallenden Produkts kundgibt. Also eine Tätigkeit, die sich in der Hervorbringung eines Produkts, Fakere, machen, eben Faktum, Partizip, kundgibt. Das Faktum ist somit die Tat und das durch sie Gemachte, Verfertigte, Erzeugte, Hervorgebrachte. Und wenn das nun jetzt die Erklärung wäre, dann wäre das vom Konstruktivismus nicht mehr weit entfernt. Das ist auch klar. Aber es geht weiter. Und der Begriff hat sich auch geändert. Insofern sind wir noch nicht am Ende. Das Faktum ist somit die Tat und das durch sie Gemachte, Verfertigte, Erzeugte, Hervorgebrachte und damit auch das Beliebige und Zufällige im Gegensatz etwa zu den Begriffen Natura, Substantia und Essentia, welche auf das ontisch Fundamentale verweisen und entsprechende griechische Grundbegriffe ins Lateinische übertragen, nämlich Physis, Hypokaimenon und Usia. Das Wort Faktum findet sich in der lateinischen Antike und im Mittelalter in philosophischen Texten regelmäßig nur am Rande. Es spielt keine große Rolle und ohne tragende Funktion. Und zumeist im Sinne eben der Alltagsbedeutung. Keinesfalls werden dadurch ontologisch fundamentale Begriffe wie Res, Natura, Substantia, Essentia, Akzidenz und so weiter verdrängt. Ab dem späten 15. Jahrhundert taucht dann das englische Fact als Ableitung vom lateinischen Factum auf, und zwar zunächst vor allem in juristischen, interessanterweise juristischen Kontexten im Sinne der Tat, die im Prozess zu ermitteln ist, bevor die rechtliche Bewertung erfolgen kann, später auch als Tat des Straftäters, also als Verbrechen. Bei Hobbes findet sich der Begriff gelegentlich in diesem Sinn von Tat. Neben Fact wird ab dem 16. Jahrhundert vor allem im juristischen Kontext auch Matter of Fact gebildet, also Sache der Tat im Sinne von Resultat bzw. Ergebnis der Tat. Und da sind wir dann sehr nahe am deutschen Tatsache. Das ist einfach nur die Verbindung. Etwa der Straftat. Nach dem entsprechenden Eintrag im historischen Wörterbuch philosophischer Begriffe soll dies dann auch 1756 die Grundlage der ersten deutschen Übersetzung bzw. Wortneubildung, also es ist eine Wortneubildung des 18. Jahrhunderts, Tatsache gewesen sein, paraphrasiert auch als Res Facti, und zwar in Spaldings Übertragung von Joseph Butlers, interessanterweise theologischem Werk, Bischof Butler, der bekannt ist für seine Sermons. Der hat ein Buch geschrieben, The Analogy of Religion, Natural and Revealed to the Constitution and Course of Nature. Butlers und Spaldings Versuch war ursprünglich eben ein theologischer. Tatsachen sind für Butler und Spalding als Übersetzer Sachen der Tat, nämlich der Tat Gottes. Butler will das belohnende oder bestrafende Wirken Gottes in der Geschichte zeigen. Tatsachen sind durch Erfahrung erlangte Indizien für die Übereinstimmung von Welt- und Heilsgeschichte.
Sowohl das englische Fact als auch das deutsche Tatsache lösen sich dann aus ihren juristischen bzw. theologischen Kontexten, bleiben aber im Alltag und in Einzelwissenschaften wenig bedeutsam. Das deutsche Wörterbuch der Gebrüder Grimm von 1854, das sehr vollständig ist, enthält zur Tatsache zum Beispiel keinen Eintrag. Das zeigt, dass es eigentlich noch kein wirklich allgemeingebräuchlicher Begriff ist oder Wort. In der Philosophie erscheint der Begriff ab dem Ende 17. Jahrhunderts gelegentlich und spezifischer. Locke erwähnt etwa im Essay Concerning Human Understanding von 1691 im Rahmen der Wahrscheinlichkeit von Urteilen einzelne sinnlich wahrnehmende Existierende, particular existences, und fügt an, Zitat, or as it is usually termed, matter of fact, which falling under observation is capable of human testimony. Diese sinnlich wahrnehmbaren und damit auch bezeugbaren Tatsachen stellt er in einen Gegensatz zu Dingen, die nicht sinnlich wahrnehmbar und bezeugbar sind. Für Locke sind Tatsachen also nur empirisch erkennbare Entitäten. In ähnlicher Weise unterscheidet Leibniz in den Nouveau Essai von 1703 bis 5, welche sich sehr stark an Lockes Abhandlungen im Menschenverstand auseinandersetzen, zwischen Tatsachenwahrheiten auf der einen Seite und Vernunftwahrheiten auf der anderen Seite. Auch bei Hume findet sich der Begriff ganz am Rande in diesem empirischen Sinne, etwa im Treatise of Human Nature 1739-40, und zwar in der Formulierung Fact and Reality im Gegensatz zu Ideas. Und auch bei Kant taucht Faktum bzw. Tatsache vereinzelt in diesem Sinne auf, allerdings nicht sehr bedeutsam. In der Kritik der reinen Vernunft von 1781 unterscheidet er in Anlehnung an die juristische Differenzierung den Rechtsanspruch bzw. die Befugnis quid juris und die Frage der Tatsachen quid facti und kennzeichnet das Faktum als Grundlage der empirischen Deduktion von Erfahrungsbegriffen. Und in den metaphysischen Anfangsgründen der Rechtslehre von 1797 wird Faktum bzw. Tatsache, wie in der englischen Tradition bei Locke und Hume, sowie bei Leibniz, ganz a posteriorisch bzw. empirisch definiert. Ein jedes Faktum, Tatsache, ist Gegenstand in der Erscheinung der Sinne, dagegen ist das, was nur durch reine Vernunft vorgestellt, also Zitat Kant, ein jedes Faktum, Tatsache, ist Gegenstand in der Erscheinung der Sinne, dagegen das, was nur durch reine Vernunft vorgestellt werden kann, was zu den Ideen gezählt werden muss, denen adäquat kein Gegenstand in der Erfahrung gegeben werden kann, dergleichen eine vollkommene rechtliche Erfassung unter Menschen ist, das ist das Ding an sich selbst. Also Tatsachen, empirische Erscheinungsformen. In der Kritik der praktischen Vernunft von 1788 hatte Kant allerdings das Bewusstsein des praktischen Grundgesetzes als einziges Faktum der reinen Vernunft bezeichnet. Hierin steckt noch das Gemachte, also Faktum der reinen Vernunft, gleichzeitig natürlich der Verweis auf die a priorische Vernunftnatur des Sittengesetzes, wobei das einzelne Bewusstsein des Sittengesetzes eben empirisch ist. Bei Kant findet sich jedoch noch nirgendwo die Auffassung, dass sich Urteile immer oder auch nur hauptsächlich auf Tatsachen beziehen. In der englischsprachigen empiristischen Philosophie lässt sich dann aber im 19. Jahrhundert genau diese These feststellen. Und das ist der entscheidende Verbindungspunkt, warum der Begriff der Tatsachen dann so zentral wird. Der Begriff gewinnt stark an Bedeutung. Mill spricht etwa in seinem System of Logic von 1843 davon, dass die Proposition bzw. der entsprechende Gedanke, Belief, eine Tatsache, Fact, Matter of Fact, als Objekt der Signifikation hat. Also die Verbindung zwischen Proposition und Tatsache wird da hergestellt im Rahmen dieser empiristischen Philosophie. Die zentrale Stellung des Tatsachenbegriffs in der Philosophie entwickelt sich dann aber erst am Ende des 19. Jahrhunderts im englischsprachigen Raum, und zwar nicht, wie man vermuten würde, bei Russell, also am Beginn der analytischen Philosophie, sondern bereits bei den britischen Idealisten. Also es war ein idealistischer Philosoph, der interessanterweise das dann noch stärker gemacht hat, nämlich F.H. Bradley, welcher der bekannteste englische Philosoph am Ende des 19. Jahrhunderts war. Bradley kritisiert im ersten skeptischen Teil seines Hauptwerkes Appearance and Reality von 1893 nicht nur die Unterscheidung zwischen primären und sekundären Qualitäten, sondern auch diejenige zwischen substantivischen und adjektivischen bzw. Ding und Eigenschaft sowie Relation. Bradley schreibt, Zitat, "The attempt to resolve the thing into properties, each a real thing, taken somehow together with independent relations, has proved an obvious failure." Und dann heißt es, "immediate unity in which facts come to us has been broken up by experience and later by reflection." Für Bradley ist also die Tatsache die erste unmittelbare Einheit unserer Erkenntnis der Erscheinungen, empirische Erkenntnis der Erscheinung, während die Unterscheidung von Ding und Eigenschaft sowie Relation nur ein sekundäres Mittel der Reflexion ist, um Einheit und Unterschied festzustellen.
Die Tatsache ist epistemologisch und dann auch ontologisch vorrangig. Allerdings ist die Tatsache für Bradley nur die erste unmittelbare Einheit unserer oberflächlichen und damit letztlich nicht wahren Erkenntnis der bloßen Erscheinungen, Appearances, während die eigentliche hinter allen oberflächlichen Erscheinungen liegende Realität, Reality in diesem Buch, im zweiten Teil des Buches thematisch wird, nämlich eine einzige intellektuell, das heißt idealistisch verstandene Substanz bzw. Realität des Absoluten. Und bei Alice MacTaggert heißt es dann eben ähnlich, dass es diese Facts als erste quasi empirische Wahrnehmung gibt. Bertrand Russell hat dann zwar Bradleys Idealismus aufgegeben, aber dessen These von der epistemologischen Vorrangigkeit der Tatsachen vor den Dingen und Eigenschaften bzw. Relationen weitergeführt. Und durch den Wegfall von Bradleys idealistischem Fundament wird auch dessen Relativierung der Erscheinungen obsolet. Und das hat nun interessanterweise zur Folge, dass die Tatsachen bei Russell zur zentralen epistemologischen und ontologischen Einheit werden. In dem Buch Theory of Knowledge von 1913 ist das Wissen der Facts wesentlich. Sie werden als, Zitat, that so and so is the case paraphrasiert. Und in Our Knowledge of the External World as a Field of Scientific Method and Philosophy von 1914 beginnt Russell seine sachlichen Überlegungen mit Tatsachen. Immediate Facts als ersten Einheiten unserer Sinneswahrnehmung des Sehens, Berührens und Hörens. Und am Beginn seiner Philosophy of Logical Atomism von 1918 betont er schließlich, nun schon durch Wittgenstein beeinflusst, als erste selbstverständliche Wahrheit, Truism, Zitat, the world contains facts and there are also beliefs which have reference to facts. Anders als für Frege ist für Russell die Bedeutung von Urteilen bzw. Sätzen dabei nicht der Wahrheitswert, sondern eben die Tatsache. Wittgenstein wurde bekanntlich in den Jahren 1911 bis 14 bei Russell in Cambridge philosophisch sozialisiert und dort hat er dann, ob über Russell oder direkt, lässt sich nicht entscheiden, Bradleys These des epistemologischen und dann auch ontologischen Vorrangs der Tatsachen übernommen. Vor allem über den Beginn des Traktatus wurde die These von der Vorrangigkeit der Tatsachen ins Deutsche übertragen und viele von Ihnen kennen das, Proseminar der ersten Semester, ich habe die selber zweimal gegeben, so ein Proseminar über den Traktatus, Paragraph 1, die Welt ist alles, was der Fall ist, 1.1, die Welt ist die Gesamtheit der Tatsachen, nicht der Dinge. Also das ist unmittelbar im Grunde genommen Bradley, man weiß nicht, ob vermittelt über Russell oder direkt über Russell, nur dass halt der idealistische Hintergrund völlig verschwindet. Sieht mal einmal von der Einbettung in die Welt ab, so ist das nichts anderes als eine ontologische Formulierung von Bradleys epistemologischer Vorrangthese der Tatsachen von den Dingen und Eigenschaften. Wittgenstein hat allerdings ja bekanntlich bereits im Traktatus alle ontologischen bzw. metaphysischen Sätze als unsinnig bezeichnet, sieht also die Tatsachen nicht wirklich als ontologisch fundamental an, wie Russell, sondern kehrt ironischerweise in gewisser Weise und skeptisch gewendet zu Bradley, es bloß erstem epistemologischen Vorrang der Tatsachen zurück. Also die Tatsachen sind eigentlich nur gar nicht das Letzte, sondern sind nur eine erste Erkenntnis der Welt. Und später verschwindet in den philosophischen Untersuchungen mit ihrer Wende von einer Referenzsemantik zu einer pragmatischen Semantik der Tatsachenbegriff dann wieder fast vollständig. Aber vor allem im englischen Sprachraum blieb die Annahme von Tatsachen als unmittelbarsten Einheiten der Welterkenntnis und korrespondierenden Entitäten wahrer Urteile allgemein akzeptiert. Etwa bei Alfred Jules Ayer in diesem kanonischen Werk der analytischen Philosophie, Language, Truth and Logic. Allerdings ist es jenseits dieser Thesen bisher nicht gelungen, auch nur in Ansätzen eine Einigkeit über den Begriff der Tatsache zu erzielen. Das Oxford Dictionary definiert Fact etwa ganz reduktiv mit Bezug auf die Wahrheitsfunktion und ohne jede epistemologische oder ontologische Implikation. A thing that is known or proved to be true. Das ist die Definition jenseits dieser Synonyme, die ich genannt habe, des Oxford Dictionary. Akzeptiert man jedoch diese reduktive, rein wahrheitsfunktionale Bedeutungsbestimmung von Tatsache, dann ist der moralische Realismus in der Metaethik wieder auf die eingangs geschilderte bloße Nominaldefinition mit zirkulärem Charakter zurückgeworfen. Oder das ist zumindest die Gefahr. Versucht man diese skizzenhaften Bemerkungen, und Sie haben jetzt diese historische Ausführung überstanden, aber ich glaube schon, dass sie nicht unwesentlich sind für die Diskussion. Also versucht man diese skizzenhaften Bemerkungen zusammenzufassen, so lassen sich historisch wie systematisch wenigstens folgende 8 Bedeutungen des Tatsachenbegriffs finden. Also erstens Gemachtes, Hergestelltes, das ist die ursprüngliche Bedeutung von Faktum. Tatsache findet sich bei Cicero bis zu Hobbes. Zweitens empirische Wirklichkeit findet sich bei Locke, Leibniz, Hume, Kant.
Drittens, erste unmittelbarste Erkenntnis, Bradley, Russell, früher Wittgenstein. Viertens, Verbindung von Dingen und Eigenschaften bzw. Relationen, Bradley, MacTaggart, auch wieder Wittgenstein. Und fünftens, ganz reduktiv, Entität, die Urteile wahrmacht. Das ist so quasi der Minimalkonsens einiger Analytiker, Mill, auch Russell, Wittgenstein, Ayer, Positivismus und dieses Oxford Dictionary als Definition. Ich komme nun schon fast zum Schluss. Und es gibt noch drei weitere Bedeutungen. Die eine wäre von Tatsachen Wirklichkeit, zum Beispiel in so einem Satz wie, er hat tatsächlich abgedrückt. Da kann man tatsächlich eigentlich ersetzen durch, er hat wirklich abgedrückt. Und eine weitere Bedeutung wäre Wirklichkeit in Raum und Zeit. Wenn man zum Beispiel annimmt, dass mathematische Zeichen nicht auf Tatsachen verweisen, was ja eine Möglichkeit wäre. Manche Philosophen der Mathematik verstehen eben mathematische Urteile so, dass sie nicht auf Tatsachen verweisen. Dann wäre das eben auch eine Form von Reality. Aber Reality in Zeit und Raum. Und schließlich Gewissheit. In so einem Satz wie, es ist eine Tatsache, dass er abgedrückt hat. Das kann man im Grunde ersetzen durch, es ist gewiss. Oder für mich ist es gewiss, dass er abgedrückt hat. Man wird also folgendes Fazit ziehen müssen. Beim Tatsachenbegriff handelt es sich um keinen tief in unserem Begriffs- bzw. Überzeugungssystem der Alltagswelt oder der Einzelwissenschaften eingelassenen Grundbegriff. Die alltagsweltliche und einzelwissenschaftliche Bedeutung des Begriffs ist relativ begrenzt. In der Philosophie ist der Begriff ein Parvenu der Neuzeit, vor allem des ausgehenden 17. und 18. Jahrhunderts und dann einen zweiten Bedeutsamkeitsschub der angelsächsischen Philosophie des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts, der ohne Bradleys idealistischen Überbau bei Empiristen quasi schon die Festlegung auf einen Empirismus und den Vorrang der Erkenntnis bzw. der Sprache vor der Erkenntnis der Entitäten der Welt impliziert. Also was du eigentlich gar nicht damit willst. Der Begriff ist also durch zweifelhafte philosophische Thesen imprägniert und insgesamt wohl hoffnungslos mehrdeutig oder hat, wenn man ihn auf die bloße Wahrmacherfunktion reduziert, für den Realismus wegen der zirkulären Struktur kaum Erklärungskraft. Mir scheint der Begriff deshalb ein klassischer Kandidat für Ockhams Rasiermesser zu sein. Also, wenn ich das mal so sagen darf. Und insofern nehme ich jetzt das Gespräch nach dem Münsteraner Kongress auf eine gewisse Art und Weise. Für eine objektivistische Auffassung der Metaethik hat dies zur Folge, dass Aussagen wie es gibt moralische ethische Tatsachen oder ethische Urteilen korrespondieren ethische Tatsachen einerseits stark durch problematische und umstrittene philosophische Thesen aufgeladen, andererseits mehrdeutig oder falls man sie auf die Wahrheitsfunktion reduziert, von geringer Erklärungskraft sind. Eine objektivistische Ethik sollte deshalb, so denke ich, besser versuchen, ihre aus meiner Sicht zutreffende Grundthese der Objektivität, Wahrheit ethischer Urteile anders zu begründen, insbesondere dann, wenn eine realistische Metaethik, wie Niederrümelin vorschlägt und was ich 100% unterstütze, unaufgeregt bzw. unangeschränkt bleiben soll. Ich will zum Abschluss noch drei Sätze sagen zu der Möglichkeit, was man vielleicht tun könnte. Herr Heilinger hat schon das Stichwort in die Debatte geworfen. Ich habe mal vorgeschlagen, so eine individualistisch-objektivistische Interpretation der Metaethik, die tatsächlich, glaube ich, auch mit dem korrespondiert, was Niederrümelin vorschlägt. Also eine Art von Humanismus, die einfach davon ausgeht, dass das, was am wenigsten zweifelhaft ist, doch die Referenz oder die Bezugnahme auf die vor allem menschlichen, aber vielleicht auch dann tierischen und anderen Lebewesen, Individuen ist. Also ein Humanismus, ein Individualismus, der sagt, das, wo niemand dran zweifelt, ist, dass Individuen, Menschen die Quelle von normativen Urteilen sind. Und dann kann man natürlich sagen, ist das jetzt nicht ein Subjektivismus? Ist das nicht der das ist natürlich das Problem. Aber ich glaube das nicht. Und zwar zumindest in moralischen oder ethischen Kontexten ist es ja so, nur noch ein Satz, dass die Relationalität von Individuen mit möglicherweise gegenläufigen Belangen sich in einem beschränkten Raum abspielt. Und ich glaube, dass es in diesem Raum gegenläufiger Belange eine beste und damit realistische Lösung gibt, die nicht beliebig ist und die wir auch nicht irgendwie konstruieren, sondern die wir da tatsächlich
auf eine gewisse Art und Weise erkennen. Insofern hat der Realismus seine Berechtigung. Vielen Dank, Dietmar, für den begriffsgeschichtlich informierten Beitrag zur moralischen Tatsache, zum Tatsachenbegriff. Ich darf den Georgios Karageorgoudis zum Kommentar bitten. Ja, vielen Dank für die Einladung und das Angebot, dass ich auch hier spreche. Die Hauptpunkte von Dietmar von den Pfortens Auseinandersetzung mit dem Kohärentismus in der Ethik betreffen zunächst die Funktion der Kohärenz, dann die Bedeutung von Objektivität, drittens die Rolle des Tatsachenbegriffs bei der Sicherung der Objektivität in der Ethik, viertens die begriffshistorisch fundierte Kritik an dem Tatsachenbegriff und zuletzt den Übergang zum normativen Individualismus und seinen Prinzipien als eine alternative Möglichkeit zur Sicherung eben der Objektivität in der Ethik. Dementsprechend ist auch mein Kurzkommentar zu seinem Referat gegliedert, wobei ich mich natürlich nur auf die Teile beschränken werde, die auch ausführlich vorgetragen wurden, nämlich auf die ersten vier Teile. Viele Versionen des Kohärentismus in der Ethik gehen von einer Form netzartige, man könnte sogar sagen fast zirkuläre Struktur von Begründungszusammenhängen aus. In diesem Sinne sind die Elemente, die in diesen Begründungszusammenhängen auftreten, wie bereits gesagt wurde, irgendwie gleichwertig, also die Überzeugungen, die darin auftreten. Nida Rumelins Position ist hingegen, wie wir wissen, eine Position, wonach es einige lebensweltliche Auffassungen gibt, sogar einige gegen es einige lebensweltliche Auffassungen geben muss, die einen epistemischen Vorrang genießen gegenüber den Resultaten wissenschaftlicher Theoriebildungen. Und noch darüber hinaus, dass es zu diesen lebensweltlichen Auffassungen auch einige elementare moralische Überzeugungen gehören, die ebenfalls einen Vorrang genießen gegenüber den Resultaten ethischen und metaethischen Theoriebildung. Und soweit es Unstimmigkeiten gibt zwischen diesen verschiedenen Überzeugungen, dann erst kommt der Kohärenztest zur Anwendung und erst dann werden eventuelle Resultate von Theoriebildungen zum Abgleich herangezogen. Aus diesem Grund erscheint mir die Formulierung etwas voreilig und möglicherweise verwirrend, dass in dieser Theorie die Kohärenz, die Objektivität durch den Zusammenhang oder durch die Kohärenz gestiftet wird oder dadurch erklärt wird oder sich daraus ergibt. Mir scheint die Formulierung besser, dass die Objektivität zunächst dadurch konstituiert wird, das heißt darin besteht, dass moralische Überzeugungen Tatsachen ausdrücken, sich auf Tatsachen beziehen und dass sie dann gesichert wird, das heißt, wir bekommen Erkenntnis von diesen objektiven Tatsachen, wenn sie bestritten werden durch den Kohärenztest und ansonsten dadurch, dass die Lebensform das Ende jeder Begründung ausmacht. Wobei ich habe vorher den Begriff Lebenswelt verwendet, das ist ein Teil der Lebensform. Lebenswelt ist die Welt, in der wir leben, so wie wir sie erleben und das scheint mir ein besonders invarianter Teil von Lebensform zu sein. Also so viel zur Funktion der Kohärenz. Punkt 2, Bedeutung der Objektivität. Dietmar von den Pfortens geht von einem sehr interessanten Standpunkt aus, der in vielen philosophischen Debatten leider vernachlässigt wird. Das ist der Standpunkt, dass verschiedene Ausdrücke, die in philosophischen Argumentationen eine Rolle spielen, und zwar meistens Ausdrücke der Alltagssprache, die in solchen Argumentationen eine Rolle spielen, in der Alltagssprache unterschiedlich tief oder unterschiedlich intensiv verankert sein können. Oder einige andere auch reine Kunstwörter der Philosophie sind. Und dass daraus, aus diesem Status, diese Ausdrücke, bestimmte Konsequenzen über ihre Tauglichkeit oder über ihre Funktion in philosophischen Begründungszusammenhängen sich ergeben können.
Ich teile auch diesen Standpunkt und ich versuche auch in anderen Bereichen anzuwenden. Ich habe aber zwei Bedenken in Bezug auf die Anwendung, nur auf die Anwendung, nicht in Bezug auf das Prinzip, in Bezug auf die Anwendung dieser Idee in dem Zusammenhang, den wir hier haben. Erstens, das ist ein bisschen allgemein, ich glaube nicht, dass es entscheidend ist, die Etymologie des Wortes oder auch die Wortentwicklung, sondern entscheidend ist, dass wir eine Klasse alltagssprachliche Verwendungsweise haben, die etabliert sind und in der Population etabliert sind, die zugleich auch über philosophische Themen redet, um dann diese Verankerung auszumessen. Aber das ist ein allgemeiner Punkt. Speziell hat Dietmar von den Pforten diese Idee angewandt auf die Ausdrücke Objektivität und Tatsache und ist zu zwei Konklusionen gekommen. Die erste Konklusion war, dass um das Problem, was wir mit dem Wort Objektivität haben, ich werde kurz erklären, welches Problem das ist, wir seine Bedeutung auf eine Minimalbedeutung beschränken müssen, die möglicherweise in allen Verwendungsweisen dieses Wortes Objektivität auftritt, nämlich auf die Bedeutung Notwendigkeit oder Normativität. Die Konklusion in Bezug auf den Begriff Tatsache war, dass dieser Begriff eben untauglich ist für die Sicherung der Objektivität. Darauf komme ich dann unter Punkt 4. Was jetzt den Objektivitätsbegriff anbelangt, es ist tatsächlich so, dass dieser Begriff oder dieser Ausdruck ist zunächst mal eine Substantivbildung zu dem Adjektiv objektiv im Rahmen einer Bedeutung von objektiv, nämlich nicht der Bedeutung gegenständlich, sondern der Bedeutung, sagen wir, sachlich. Und dass wir in der Alltagssprache diesen Ausdruck objektiv verwenden, um manchmal Individuen zu charakterisieren, dass eine Person objektiv ist. Wir verwenden den Ausdruck häufig, um Maßstäbe oder Regeln zu charakterisieren. Ein Entscheidungsverfahren oder ein Auswahlverfahren kann objektiv sein oder eine Norm kann objektiv sein. Wir verwenden drittens diesen Ausdruck objektiv, um solche Dinge zu bezeichnen, die wir als Stellvertreter auffassen. Ein Begriff kann objektiv sein, eine Überzeugung kann objektiv sein, eine Meinung, ein Bericht und Ähnliches. Das sind ja Dinge, die ich Stellvertreter nenne. Und viertens bezeichnen wir häufig objektiv auch einige Entitäten der Welt, zum Beispiel eben Tatsachen oder auch Eigenschaften oder manchmal auch die Welt als Ganzes, wenn wir sagen die objektive Welt. Es ist, denke ich, für jeden klar, dass wenn wir dann daraus plötzlich als Philosophen das Substantiv Objektivität bilden und mit dem bestimmten Artikel da vorne implizieren, es gäbe eine Eigenschaft, dann müssen wir natürlich zunächst klären, diese unterschiedlichen Verwendungsweise und wie sie in Verbindung zueinander stehen. Das ist tatsächlich ein kleines Problem, was wir haben und das für eine zumindest schwache Kontextabhängigkeit von Objektiv und Objektivität spricht. Ist aber die beste Methode tatsächlich zu versuchen, jetzt unter allen diesen Verwendungsweisen eine Minimalbedingung zu finden? Mir scheint der Begriff der Notwendigkeit endlich kontextsensitiv zu sein, zum Beispiel in Bezug auf seine modale Stärke oder in Bezug auf seinen personellen und sachlichen Anwendungsbereich, wie der Begriff Objektiv oder Objektivität selbst. Es gibt eine andere Möglichkeit, indem man versucht, eine spezifische Bedeutung von Objektiv und Objektivität herauszukristallisieren. Das wäre die Methode der Explikation, also der Überführung eines alltagssprachlichen Ausdrucks in eine wissenschaftliche Sprache, die den Kriterien der Fruchtbarkeit, Ähnlichkeit, Exaktheit und noch einem Kriterium, aber das fällt mir jetzt nicht ein, erfüllt. Nun, ich denke tatsächlich, dass man versuchen kann, eine Definition von Objektivität zu geben, die nicht alle Verwendungen erfasst, sondern nur eine oder zwei und die tatsächlich gut für unsere Zwecke ist. Zum Beispiel eine, die für die Ethik funktionieren würde, wäre, und der verbreitet ist, das dann nicht von mir gesagt, objektiv ist zum Beispiel eine Eigenschaft, wenn die Prädikation für jedes Objekt A, dass A diese Eigenschaft hat, wenn diese Prädikation wahr ist, dann ist jede Prädikation der Art A hat die Eigenschaft nicht E, falsch. Dieses Kriterium erfüllen zum Beispiel nicht die emotivistischen Theorien, weil für eine emotivistische Theorie können ganz unterschiedliche Dinge ja gut und nicht gut sein, je nachdem, wer diese Prädikation ausdrückt. Ich würde also nicht in Richtung allgemein gehen für Objektivität, sondern eher versuchen, die Bedeutung zu beschränken auf eine bestimmte, auf bestimmte Merkmale. So viel, glaube ich, zum Objektivitätsbegriff. Vielleicht noch etwas zum Begriff der moralischen Tatsachen.
Es handelt sich, glaube ich, vielleicht doch um eine verbale Angelegenheit, um einen sprachlichen Streit, ob man hier von Moral Facts oder von Ethical Facts spricht. Aber vielleicht spielt es doch eine Rolle für die Version des moralischen Realismus nach Julian Nieder-Rumelin, dass er von moralischen Tatsachen spricht und nicht von ethischen Tatsachen. Denn wir dürfen nicht vergessen, dass es geht zunächst um elementare moralische Urteile, die im Alltagsleben gefällt werden und die dann möglicherweise auf einzelne Handlungen betreffen. Zum Beispiel diese bestimmte Handlung, irgendwie ein bestimmter Mord, der war schlecht. Also dieses Urteil, was singulär ist, kann schwer als Begründung für irgendwelche andere Urteile dienen. Es scheint mir ein Urteil zu sein, das nicht nur zum Ausdruck bringt, dass eine bestimmte Norm in der Gesellschaft gilt, sondern wenn es ausgesprochen wird von denjenigen Individuen, die diese Norm internalisiert haben, auch diese Norm ausdrückt und in diesem Sinne nicht nur eine Normgeltungsbehauptung ist, sondern gleichzeitig ein Werturteil, das diese Handlung charakterisiert. Ich hätte im Prinzip auch einen begriffshistorischen Exkurs, aber ich werde jetzt darauf verzichten, weil ich glaube, meine 10 Minuten nicht sind vorbei. Auf jeden Fall ist das griechische Wort Pragma ein möglicher Kandidat, um Tatsachen auszudrücken. Und die Idee, dass das Wissen sich auf Tatsachen bezieht und von ihnen wahrgemacht hat, finden Sie unter anderem auch in Kants Kritik der Urteilskraft im Absatz 91. Und 1812 erschienen, also wurden niedergeschrieben, natürlich erschienen sind es vor kurzem, vor ein paar Jahren, Fichtes späte wissenschaftliche Vorlesungen mit dem Titel »Von den Tatsachen des Bewusstseins«. Also 52 Jahre vor diesem Gebrüder Grimm-Lexikon. Wobei Tatsachen des Bewusstseins sind dort eher phänomenologische Gegebenheiten, zum Beispiel die Verbindung zwischen Anschauung, Ausdehnung und Qualitäten und so weiter. Eine letzte Bemerkung zu der Relevanz des Tatsachenbegriffs. Also ich setze jetzt die restliche Begriffgeschichte voraus, so wie Dietmar von den Pforten sie vorgestellt hat. Ich glaube, dass der Tatsachenbegriff durchaus eine Funktion hat, speziell in der Version des unaufgeregten Realismus. Und dass diese Funktion hat er, wenn wir die ganz anspruchsfreie und schmale Bedeutung voraussetzen als wahrmachen. Also diese Bedeutung, der man auch eine gewisse Zirkularität vorwerfen kann. Ich glaube, mehr braucht der unaufgeregte Realist nicht. Denn die Ausgangsdefinition in dem Text Moralische Tatsachen war, es gibt Meinungen und es gibt Gegenstände von Meinungen, die keine Meinungen sind. Und diese Gegenstände sind nicht konstituiert als irgendwelche Grenzfälle von Erkenntnisprozessen oder so etwas. Und wenn man tatsächlich begründen kann, eine Prämisse, die in dem Text, in Ihrem Text erst sehr spät zum Einsatz kommt, nämlich, dass es keine subjektive Tatsache gibt. Darüber haben wir heute nicht gesprochen. Ich glaube, Herr Pogge hat das kurz irgendwo erwähnt oder in einer Diskussion. Wenn man das bekommen kann, und ich glaube, man kann das begründen, dann könnte man tatsächlich sagen, dass dieser schmale und anspruchsfreie Tatsachenbegriff ist für den Realismus, den unaufgeregten, notwendig und auch ist alles, was er braucht. Also er braucht keine, und das ist auch der Sinn, denke ich, Ihrer Aussage, dass der Tatsachenbegriff eigentlich irrelevant ist. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir haben noch 7 Minuten zur Diskussion. Ich versuche jetzt streng zu sein. Herr Nieder-Rumelin, darf ich Ihnen das Wort geben? Ja, was soll man da noch sagen? Dieser Gedankenaustausch war ja fast erschöpfend, soweit das jetzt hier geht in der Kürze. Ich mache nur eine Zusatzbemerkung. Bei jedem philosophischen Argument spielt natürlich Hintergrundannahmen, die oft dann nicht mehr explizit gemacht werden, eine große Rolle. Was hier eine Rolle spielt und was ich vielleicht fälschlicherweise nie darauf ausdrücklich hingewiesen habe, ist eine Herangehensweise an Begründungsprobleme, die man heute meistens als Rational Belief Dynamics bezeichnet. Da kann man über Details streiten, aber ich glaube, die Art und Weise, wie das analysiert wird, auch zum Teil mit Wahrscheinlichkeitstheorie, formalen Mitteln, mathematischen Methoden, so ungefähr muss es gehen. Und um das nochmal ganz kurz zu sagen, es ist klar, wir haben gewissermaßen eine, nennen wir es jetzt mal, Proposition, die umstritten ist. Ja? Wir streiten darüber,
zum Beispiel in der Naturwissenschaft, ist das der Fall oder ist das nicht der Fall? Und dann gibt es jemanden, der sagt, ja, also ich bin der Auffassung, das ist der Fall. Wie würdest du darauf wetten? Dann kommt irgendwie vielleicht eine hohe subjektive Wahrscheinlichkeit drauf. Und der andere sagt, ich bin der Fall, ist nicht der Fall, bin da bereit zu wetten, dass mit großer Wahrscheinlichkeit es nicht zutrifft. So. Und was geschieht dann? Dann geschieht irgend sowas, dass man versucht, einen Hintergrundbereich zu bestimmen, der gemeinsam ist, nicht explizit, deswegen Hintergrund. Dann geht man über vielleicht Gesetzesannahmen, Regularitäten über, prüft da, wo Gemeinsamkeiten sind, vielleicht auch da schon unterschiedliche epistemische Bewertungen, manche scheinen ganz gewiss und manche ungewiss und so weiter. Und was ist das Ziel des Ganzen? Das Ziel des Ganzen ist, dass am Ende geklärt wird, ob die Argumente des einen oder anderen stimmen, ob man also Gründe hat. Die Gründe stecken dann in all dem drin. Das kann ziemlich kompliziert werden. Ja? Riesige Mengen an generischen und konkreten und singulären Propositionen, die da eingehen, inferentielle Annahmen und so weiter und so weiter. Vielleicht noch probabilistische Gesetzeshypothesen und so. Das kann ziemlich kompliziert werden. Und am Ende hat man im Idealfall eine übereinstimmende, subjektive Wahrscheinlichkeit gegeben, diesen Hintergrundbereich dafür, ist das nun zutreffend oder nicht. Das heißt, dieses mit der Gleichrangigkeit und die Kritik am Kohärentismus irgendwelcher Varianten trifft überhaupt nicht auf das zu, was ich mir da vorstelle, sondern das ist der Beginn von allem. Und jetzt gibt es gewissermaßen, wenn wir schon mal in diesen mehr formalen Dingen sind, eine interessante Frage. Ist der Bereich der epistemischen Wahrscheinlichkeiten das geschlossene oder das offene Intervall von 0 bis 1? Der Fallibilist sagt, es ist das offene Intervall von 0 bis 1. Kann beliebig nah dran sein, aber irgendwie immer offen. Und der Zertist sagt, nee, ist geschlossene Intervall. Und vielleicht sagt er dazu, ich habe eine bestimmte Menge von Propositionen, die sind absolut gewiss. Das schlägt sich nieder in der einen oder anderen Definition, Oxford Dictionary oder was immer von Tatsache. Das ist dann das, wo wir keinen vernünftigen Zweifel geben kann, absolut gewiss. Ja? Und das kann dann sozusagen als Ankerpunkt immer weiter verwendet werden. Und ich lege schon Wert auf diese Vorstellung, ich glaube, es ist alles graduell. Man kann sich ja beliebig nahe an 0 oder 1 heranrobben, ja? Aber es ist alles erstmal graduell. Das, was sehr nahe an 0 oder 1 ist, und wir haben kohärente Bewertungen in dieser interpersonell kohärente Bewertung, wird meistens gar nicht thematisch. Wird meistens gar nicht thematisch. Ja? Weil das wäre unnötiger Aufwand, das braucht es nicht. Und jetzt der pragmatistische Zusatz, so leben wir, dass wir das alles voraussetzen. Ja? Unsere Lebenspraxis setzt das alles voraus. Aber die Dinge können wieder in Fluss geraten. Ja? So. Also das war ja mein einziger Zusatz. Martin Rechenauer, ich glaube, wir haben ein Mikrofon. Gewissermaßen eine kurze Ergänzung auch zu der äußerst instruktiven historischen Geschichte, die du uns erzählt hast, Dietmar. Ich denke, einen Punkt sollte man vielleicht bei der ganzen Geschichte noch erwähnen, nämlich die Entwicklung bestimmter Sachen in der formalen Semantik, die Auswirkungen auch auf die Metaethik hatte. Wenn man eine Vorstellung hat, dass wir eine Semantik natürlicher Sprachen entwickeln wollen und die als eine einheitliche Semantik aufziehen, in der wir nicht nur assertorische Satzbildungen, sondern auch andere, insbesondere solche, auch die Normativität in irgendeiner Weise beinhalten, mit berücksichtigen wollen und die dann in so einem modelltheoretischen Muster haben wollen, dann gibt es immer diese ganze schematische Modellierung der Semantik. Das spielt meines Erachtens bei manchen moralischen Realisten auch eine Rolle, dass sie sowas im Hinterkopf haben, auch wenn es oft nicht explizit gesagt wird. Und dann sind natürlich Tatsachen, das ist eine Variante von dem, die Wahrmacher, Tatsachen sind einfach relativ komplexe semantische Werte, die da an der Stelle eingehen, wo wir dann irgendwie damit weiter kompositionale Semantik treiben können und eine vereinheitlichende Modellierung in diesem Falle haben. Ob das jetzt ein interessanter Realismus wird, hängt natürlich immer davon ab, wie man das Ganze in der entsprechenden Weise interpretiert. Ich glaube allerdings, dass diese Idee eine große Rolle gespielt hat in der Formulierung bestimmter realistischer Positionen, wo man dann immer über Tatsachen redet. Und das wäre sozusagen ein weiterer Sinn, vielleicht ist es sogar dein letzter, den du angegeben hast von den ersten fünf, aber man sollte ihn vielleicht explizit sagen, nämlich Tatsachen als eine Form von semantischen Werten in der Maschinerie irgendeiner modelltheoretischen Semantik. Und das spielt, glaube ich, eine relativ große Rolle. Gibt
Möchtest du noch reagieren? Ja, ganz kurz. Also ich glaube, weitgehend war es ja dann auch zusätzliche, also vielleicht noch ein Wort zu dem, was du gesagt hast. Also mit der Gleichrangigkeit, ich glaube, da haben wir gar keinen Dissens. Also ich glaube ja auch nicht, dass es genügt, so gleichrangig. Ich glaube nur, dass der Begriff der Kohärenz das irgendwie nahelegt, in Abgrenzung zu so einem Fundament. Ja, klar. Also, ja, klar, aber sag mal so, deine Theorie zeigt es dann, dass es das nicht so ist, aber der Begriff, wenn man nur sagt Kohärenz, ist für manche vielleicht so, dass man das Zusammenhang ist erstmal nicht irgendwie was nicht gleichwertig ist. Aber ich glaube, da sind wir ja ganz einig, dass eine ethische Theorie das anders sehen muss. Und ich habe ja versucht zu zeigen, dass deine Theorie das auch so tut. Zu dem, was Georgios gesagt hat, also ich glaube, dass es schon ein Fortschritt ist, wenn man Objektivität durch Notwendigkeit erklärt, weil das natürlich ein Begriff ist, der in ganz anderen Art und Weise nicht nur wissenschaftlich, sondern alltagsweltlich stärker irgendwie semantisch klarer und auch stärker in der Bedeutung deutlich ist und auch eine Übereinstimmung ist. Also würde ich sagen, deswegen ist es ein gewisser Fortschritt, aber ich würde auch sagen, und du hast ja dann diese Carnap-Kriterien angeführt da ist halt eine Frage, ob man tatsächlich sagt, es gibt notwendige Bedingungen oder es gelten nur diese Carnap-Kriterien für eben Bedeutungen. Und als letztes, ich meine, Mord ist schlecht, kann schon eine Begründung natürlich sein, nämlich für die Verpflichtung. Also wenn man sagt, du bist verpflichtet nicht zu morden, dann fragt der andere, ja, warum nicht? Und dann kann man schon als Begründung sagen, Mord ist schlecht. Ja, das ist schon so. Und ja, ich glaube, das war's.